Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play von Subnautica. Ja, zu dieser neuen Folge. Ich bin von der Insel schon mal wieder hier zurückgezwommen, vor allem. Weil ich fast verdurstet wäre und ich so ein bisschen Sachen vorbereitet habe. Also nicht wirklich. Ich habe jetzt nichts irgendwie direkt im Spiel gemacht. Ich habe nur ein paar Sachen mir aufgeschrieben, damit ich nicht immer so kopflos irgendwie alles mache. Ich wollte ja nämlich meine Base aufbauen, aber ich brauche dafür noch ein paar Sachen. Beziehungsweise ich wollte gucken, was ich alles genau brauche, also was ich alles mitnehmen muss. Und zuerst sollte ich mir vielleicht noch ein bisschen was, ich kann mal eben eins davon benutzen. Und ich sollte mir noch ein bisschen was zu trinken machen. Was wollte ich hier gerade reinpacken? Was wollte ich gerade machen? Nee, Glas brauche ich. Ich kann eins davon reinpacken. Genau, und die Signale, weil das brauche ich gerade nicht unbedingt. Das kann ich dann alles später holen. Was brauche ich denn genau? Ich hätte mal, bevor ich die Folge anfange, danach gucken sollen. Die meisten Sachen kann ich mir ja so noch suchen. Das ist das Gute daran. Ich bräuchte aber ein Wiring-Kit und ein Computership. Aber vor allen Dingen brauche ich ganz, ganz viel Titanium. Glas habe ich. Titanium, Titanium, Quarz. Ja, gut. Also nur das Wiring Kit und den Computerchip muss ich vorher nochmal eben machen. Davor brauche ich vor allen Dingen, ich brauche Silber. Ich brauche dreimal Silber. Table Coral habe ich auch nicht mehr. Ich kann das auch mal eben da rein tun, solange ich das halt noch eben suchen gehe. Ich weiß gar nicht, ob ich die Batteries brauche. Naja, egal. So. Gott, es ist plötzlich laut. Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt. So, Silber brauche ich also. Wenn ich mich nicht vollkommen irre, gibt es Silber. Ich kann gerade überhaupt nicht sehen, wo ich hier eigentlich gerade bin. Silber gibt es im Kelp Forest, also da, wo die Creepvines sind. Ich weiß gerade überhaupt nicht, da, wo ich eigentlich bin. So, das wollte ich sagen. So, damit ich nicht die ganze Zeit Power davon verbrauche. Wenn man das Schlimme an diesem Ding ist, wenn man das einmal hat, will man das die ganze Zeit benutzen. Bubbles! Give me! Give me, give me! Please? Neue Lieblingsbeschäftigung. Oh Gott, warum sind denn hier so viele von denen? Finde ich auch hier so. Silber. Das Spiel ist echt gruseliger geworden. Hab ich jedes Mal, wenn ich wieder spiele, habe ich das Gefühl, dass es gruseliger geworden ist. Und lauter. Hier ist ganz viel Salz. Könnte ich eigentlich auch mal ein bisschen was von mitnehmen. Weil mit Salz kann man immer so schön Bleach machen. Und daraus kann man dann Disinfected Water machen. Und das ist sehr praktisch. Give me in. Give me in. Little bit more. Ja, muss ich wieder diese Dinger finden. Da, Limestone, Limestone, oh Gott, oh Gott, oh Gott, please, please, don't attack me. Gold, ich brauche nicht Gold, ich brauche Silber. Oh Gott, ich weiß nicht, wo der ist. Silber! War da jetzt gerade gar nichts drin? Mit dem Betrag holen dein. Huch, was war das denn gerade? Copper! Copper ist auch gut. Das kann ich auch. Huch, was sind das denn für Dinger? Es ist so laut! Dropping Stringer. Ich glaube, die können mir wehtun.
2 Silber und ich ertrinke mich. Ja. Ah! Oh Mann. Warum erschrecke ich mich jedes Mal so? Warum müssen da auch so viele von sein? Ich hoffe, ich habe ihn abgehängt. Das ist so gruselig. Huch. Stimmt nicht, wenn ich mich hier im Gras verstecke. Da, ich bin gar nicht da. Suche nur Limestone und Silber. Ich brauche kein Licht. Nein, ich brauche auch nichts von den Creepers. Warum sind hier denn so viele? Was soll denn das? Man kriegt bestimmt noch irgendwo viel leichter Silber und ich. Einfach nur zu doof. Ach, kann sein, dass ich daher mal Zähne bekommen habe, weil die mich angegriffen haben. Ich weiß, dass diese Dinger die Pflanzen verrotten, aber das ist nicht so schlimm. Ich brauche die ja nur als. Also so bringt das hier halt auch nichts, ne? Ich gehe mal da vorne an den Rand. Ich glaube, hier. Oh Gott. Hier kann man aber auch nichts mal in Ruhe machen, ne? Immer passiert irgendwas. Vor allen Dingen will ich eigentlich ja mal meine Base bauen und jetzt bin ich hier am Rumsuchen. Aber es ist ja für meine Base. Also, hallo. Spiel! Bleib nicht, please. Oh, ich brauche kein Titanium. Immer noch nicht. Ertrinken brauche ich auch nicht. Und ich brauche auch schon wieder, wo ist eigentlich mein Lifeboard? Da. Gut, dass ich genau in die Richtung geschwommen bin, unbeabsichtigterweise. Beste Musik. Ich liebe die Musik in diesem Spiel. Ja gut, ich nehme mir mal einen Blätterfisch mit und dann trinke ich erstmal eben was. Essen wäre auch gut. Komm her. Komm. Thank you. Leider Fisch. Huch. Mann. Komm her. Oh, mein Inventar ist voll. Egal. Willkommen. Ich hätte auch mal in meinen Kisten danach gucken können. Ob ich nicht vielleicht noch Silber habe. Ach so, und ich habe noch eine Nachricht. Stimmt, die muss ich auch noch anhören. Da bin ich schon mal vorbereitet ein bisschen und dann irgendwie doch nicht. Ja, ich weiß. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass die Lebenszeichen und sowas alles, dass das schneller runtergeht. Habe ich noch Salz? Ich habe mir gerade erst Salz geholt. Habe ich auch noch eins? Peach, wo bist du? Kann immerhin schon mal das Wiring-Kit machen, das ist gut. Copperwire meine ich, nicht das Wiring-Kit. Dafür brauche ich 2x Silber. Ich habe aber nur 1x Silber. Okay, aber ich könnte das den Computerchip schon machen. Achso, Wasser. Desinfected Water. Ist bestimmt immer super spannend, mir einfach so beim, keine Ahnung, nicht so viel tun zuzusehen. Copperwire. Wofür brauchte ich den nochmal? Ich brauche ein Wiring Kit, kein Copperwire. Doch, Copperwire brauchte ich auch für irgendwas, aber ich habe gerade vergessen für was. Ich habe gerade so viele Sachen aufgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles aufgeschrieben habe. Für den Kompass, von denen ich die Sachen noch nicht mal habe. Naja, egal. Ich tue es mal einfach hier mit rein, solange.
Computer-Chill, weil ich habe doch einmal habe ich doch Silber aufgenommen, oder? Ja. Und da bräuchte ich nämlich einmal Silber für, einmal Quarz und zweimal Table Coral, ich glaube. Quarz. Ups, Quarz war hier drin. Silber habe ich hier und Table Coral ist entweder in meinen Dingsens oder ich kann hier eben einfach mal was abschneiden. Ist ja alles nicht so dramatisch. Haben wir doch auch. Ich höre jetzt mal auf, so zu sprechen, weil das bestimmt sehr nervig ist. Und ich muss mir angewöhnen, in einer konstanten Lautstärke zu sprechen. Ach ja, ich wurde vorhin gehittet. Ich dachte gerade so, woher kam das denn jetzt schon wieder? Weil mein Mikrofon das sonst nicht so richtig aufnimmt und dann ist es sehr leise und das hat mich beim Schneiden sehr gestört. Deswegen muss ich versuchen, da ein bisschen drauf zu achten. So, jetzt habe ich das. Also brauche ich noch. Ich brauche immer noch zweimal Silber. Ist das nicht schön, dass ich jetzt nochmal Silber suchen gehen darf? Ist auch einfach geil, dass ich das schon habe. Ich nehme mal. So. Perto brauche ich vielleicht. Computership tue ich da auch nochmal eben rein. Okay. Ich könnte mir noch mal eben Common-Dingsens holen. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Ich glaube das nicht. Wo ist denn hier so Common da? Common, please. The sun is setting. Leider Fisch. Kann auch nicht schaden. So. Nee, das ist so gruselig. So gruselig. So. Einmal Salz hätte ich hier noch. Nee, einmal Salz habe ich so. What am I even doing? Not what I'm supposed to do. So, dann trinke ich das mal nochmal. Habe ich nicht eben noch irgendeinen Fisch gefangen? Ich glaube nicht. Na egal. So, jetzt habe ich noch einmal trinken auf jeden Fall. Jetzt höre ich mir mal die Nachricht an, bevor ich irgendwas anderes mache. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Still nothing. These old Terra ships, they've run out of engine grease. They send an SOS. You offer to help? They don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's going to take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. See what the long-range scan picks up in the meantime? Damn charter's going to have us wasting our profit margin running errands for Altera. Yeah. Das ist das andere Schiff, was uns versuchen will zu retten, was nicht gut ist. Keine gute Idee. Ich glaube aber, um da weiter irgendwas zu triggern, nee, müsste ich eigentlich gar nicht. Aber zu dieser Alien-Dingsens müsste ich da mal hingehen. Oder halt jetzt, ne? Wenn ich schon mal hier bin, höre ich mir die halt auch noch an. This is live portfolio requesting immediate assistance. We have touched down too close to the crash site and radiation levels are too high to disembark. Ja, den Radiation Suit würde ich mir auch noch machen. According to the manifest, live port 447 should be equipped with radiation suits. If anyone can hear this, please retrieve the suits and converge on our position for evac. Coordinates attached. This message will now repeat. Oh Gott, warum kann ich das Wort Message eigentlich nicht richtig aussprechen? 4 bis 7 haben Radiation Suit, dann müsste 6 ja auch einen haben. Habe ich 6 nicht? Sogar hier drin. War ich nicht schon bei 6? Aber die hatten keinen Radiation Suit. I think 17. Oder war 6 auch das, was so nah dran ist? Ja, ich glaube. Nee. Hä? Was? Ach da.
Nee, 6 war nicht das, was so nah dran ist. War ich schon bei LivePod 6? Ich glaube nicht. Mann, ich lasse mich hier die ganze Zeit ablenken. Was wollte ich denn jetzt machen eigentlich? Ach Gott, dann habe ich schon mal irgendwas aufgeschrieben. Ich muss immer noch Silber suchen. Weil sonst kann ich mir keinen Fabricator in meiner Base machen. Aber ich könnte auch erstmal anfangen, die Base zu bauen und dann... Warum muss es jetzt Nacht sein? Und dann, ich gehe jetzt mal zu LivePod 6. Ist jetzt gerade auch egal. Ich warte, bis es Tag ist und dann mache ich die Base und dann kann ich immer noch Silber suchen. Ich finde, das klingt nach einem guten Plan. Mein Gott, ey, diese Geräusche hier. TF. What the fuck? Was sind das für Geräusche? Jedes Mal denke ich so, das Spiel hat wieder neue Geräusche hinzugefügt. Das ist einfach... Ich weiß auch nicht. Huch. LivePod 6? Wo bist du? Oh, hier ist, ich würde gerade sagen Vulkanaktivität oder was ähnliches. Hä? Ja. Aus irgendeinem Grund will das hier ja nicht laden, ne? Ich glaube, das war das Problem. Ich tue das mal kurz weg. Ich habe ja auch so ein Flashlight. Weil hier ist nämlich nix. Ich weiß nicht, ob mein Spiel das einfach nur nicht lädt oder was. Was hier los ist. Ja, stimmt, hier war ich nämlich letztes Mal schon und da war hier auch nichts. I remember. Was ist das hier eigentlich? Can I scan this? Nein. Nur Metall. Na gut, aber es wird jetzt Tag, das heißt, ich mache mich mal auf. Ich habe vielleicht ein bisschen wenig Titanium, aber dann muss ich halt noch was suchen gehen. So, das Problem ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, wo ich meine Base eigentlich hinbauen wollte. Ich weiß es noch ungefähr, weil ich das ja in der Nähe von dem Mushroom Forest machen wollte. Und eigentlich muss ich dann immer nur hier so ein bisschen... Oh, ich glaube, hier habe ich letztes Mal meine Base gebaut gehabt. Aha, lol. Mal so ein bisschen am Kelp Forest entlang, also an den Creepvines. Ja, hier war letztes Mal meine Base. Ich glaube, hier unten oder so. Lol. Ja, ja, das war auch nice. Ich glaube, hier kriege ich auch Silber. Kupfer. Auch nicht schlecht. Man soll sich ja nicht beschweren. Ne? Trotzdem hätte ich lieber Silber. Na, Titanium ist auch okay. Ich will kein Gold. Tu nicht so, als würde mich das voll freuen, dass ich Gold bekommen habe. Please. Ich hatte hier, nämlich letztes Mal meine Base gemacht. Einfach weil ich, ach Gott, ich glaube, hier gibt es gar kein Silber. Einfach weil ich diese Struktur hier total cool finde. Was sollte das jetzt? It's so pretty. Look at this, it's so pretty. Ja gut, huch. Wo bin ich? Wo bin ich? Nicht an der Wasseroberfläche. Wo jetzt aber? So. Da ist die Insel. Da ist mein Dings. Hä? Wo bin ich denn gerade lang geschwommen? Sag mal. Oder ist mein LivePod gerade mega gedriftet? Das kann natürlich auch sein. Ich bin nämlich der Meinung, dass es eigentlich so ein bisschen hier so in der Richtung ist. Aber ich könnte mich natürlich auch irren, weil ich habe keinerlei Orientierung. Ich müsste hier wissen. Also ich glaube, ich bin auf der falschen Seite von diesem Cape Forest hier. Das sieht auch nicht aus wie die richtige Seite. Sag mal, wo bin ich? Wo bin ich? Oh, hier bin ich. Doch, hier. Hier müsste ich einigermaßen richtig sein. Oh, hallo, aua! Geh doch mal weg, please. Ich
Ich habe dir nichts getan. Hä? Hier kam ich doch eben her. Ach man, hä? Hä? Bin ich jetzt völlig bescheuert? Wahrscheinlich ja. Habe ich noch eine Batterie? Eine volle bitte. Ja, eine habe ich noch. So funktionierte das nicht. Ja, das klickt. So. Huch. Hä, aber... ich bin gerade voll verwirrt. Letztes Mal habe ich es so einfach gefunden. Warum finde ich das denn jetzt nicht mehr? So, hier ist mein Liveport. Bin ich vielleicht in die andere Richtung geschwommen? Das kann eigentlich... Ja doch, das kann sein. Na, ah, Pup. Nicht schon wieder, please. Es lädt, es lädt, es lädt, es lädt, es lädt, es lädt. Genau, hier war dieses fette Ding. Ah. Geh weg, please. Ich bin immer noch verwirrt. Das wird eine sehr verwirrte Umherirrfolge anscheinend. Jetzt sollte ich meine Base auch einfach woanders aufbauen. Jetzt sollte ich sie einfach random... irgendwo hier machen oder so. Ich finde gerade überhaupt nicht mal den Dingsens, den Mushroom Forest. Was mich auch gerade sehr verwirrt. Weil der eigentlich hier irgendwo sein müsste. Ich glaube, ich habe schon wieder zu lange nicht gespielt, obwohl es jedes Mal gar nicht so lange war eigentlich. Huch, was war das? Was war das? Irgendwas war da gerade. Please. Ist die Batterie auch noch alle? Huch. Mann, ich finde den Platz nicht mehr wieder. Oh, hier. Hier ist der Mushroom Forest. Jetzt muss ich noch den Platz wieder finden. Huch. Dass alles so langsam lädt. Hey, kurz bevor meine Batterie alle gegangen ist. That's good timing. So, jetzt muss ich den Platz nur auch noch finden. Ich glaube, es war hier. Ja, es war hier. Oh, it's so pretty. Yay, hier mache ich meine Base hin. Einfach, weil ich es schön finde. Ist mir auch egal, ob das praktisch, unpraktisch, was auch immer ist. Ich muss erstmal Luft holen. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Hatten die nicht ins Spiel eingebaut, dass man auf der Wasseroberfläche... Ja. Mein Spiel wollte das nur gerade nicht zulassen. Ja, gut. So. So, hier kommt meine Base hin. Das heißt erstmal... Also muss ich wieder runterschwimmen. Da unten. Ups. So, jetzt ist das Ding auch alle. Hier mache ich meine Base hin. Ich überlege gerade, ob ich die erste Foundation oben oder hier unten hin machen will. Ich finde das voll cool, dass es hier so ein Ding ist. So eine kleine Höhle. So. Foundation. Ich glaube, ich mache die erste hier. So. Perfekt. So, jetzt müsste ich noch genug, ich hoffe, ich habe noch genug Titanium für den, ja, für den Multipurpose Room. So, ich glaube, ich mache den, mal hier außen hin.
Oder vielleicht lieber auf die andere Seite. Was war nochmal für Deconstruct? Oh. Ich mach den auf die andere Seite. Hier. Genau. Keine Ahnung warum. Ich will den jetzt auf diese Seite haben. So. Cool. Jetzt brauche ich noch die Hedge. Warum will ich eigentlich immer das noch für... When constructing larger habitats, it may be prudent to separate work and leisure spaces in order to maximize productivity. Treat the space as your home, but never forget that it is not. Ja, man soll Arbeits- und Entspannungsplatz voneinander trennen. Ich habe kein Titanium mehr, beziehungsweise ich brauche ein Titanium. Erstmal muss ich atmen. Ja, genau, also man soll Arbeits- und Schlafplatz, glaube ich, voneinander trennen. Weil das maximiert die Produktivität. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ja, ist gut. Und ich soll mich wie zu Hause fühlen, aber daran, oder es ist mein Zuhause sehen, aber was ist denn jetzt los? Okay, ich glaube, ich habe gerade geschwebt. Geschwoben, was auch immer. Aber trotzdem, ja, wissen, dass es eben nicht mein Zuhause ist. So, das heißt, ich muss erstmal Titanium suchen. Das kann ich nicht benutzen, weil dafür brauche ich erstmal einen Fabricator. Und das bringt mir nicht so viel, wenn ich nicht mal in meine Base hineinkomme. Ich brauche auch für die Solar Panel Titanium. Also suchen wir wieder. Titanium! Kein Titanium! Why? So, wenn ich irgendwie was brauche, dann finde ich das nicht. Und wenn ich es nicht brauche, finde ich es. Das ist immer so. Mit allen Dingen im Leben. Und ich glaube, man kann nicht so sonderlich viel dagegen machen. Lied, oh Lied, dich brauche ich auch nicht. Singen kann mein Mikrofon übrigens auch nicht so gut aufnehmen, sag ich mal. Aber das ist vielleicht manchmal gar nicht so schlimm, weil ich nicht glaube, dass mein Singen so unbedingt wunderschön ist. Ich singe ja auch extra scheiße, aber... You know what I mean. Ich brauche immer noch kein Kupfer, Mann. Mal kurz Luft holen. Ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Ja, oder vielleicht noch nicht. Sag mal, ist mein Lifeboard jetzt mega nah an der Aurora? Oder Aurora? Je nachdem, ob man es Deutsch oder Englisch aussprechen will. Weil das Spiel bisher nur in Englisch ist. Das ist Englisch wahrscheinlich. Ich brauche, glaube ich, für das Solar Panel nämlich noch eins mehr. Nö, ich brauche ja Quarz. Ich brauche noch zwei für das Solar Panel, weil die zwei, die ich jetzt habe, sind für die Hedge. Vielleicht würde es mehr Sinn machen, zurückzuschwimmen und mein Titanium von da zu holen, weil ich finde hier gerade nicht genug. Ich kann ja auch die Dinger noch nicht benutzen, weil ich ja dafür erst einen Fabricator machen muss. Und dafür muss ich erstmal in meine Base reinkommen. Und dafür brauche ich Titanium. You know? Ich bin kein Lied. Nee. Immer nur meckern. Was anderes kann ich auch nicht, ne? Meine Stimme will auch schon wieder nicht mehr. Schon wieder nicht mehr. Ist vor allem auch sinnvoll, dass ich gleich wieder... Ich habe vorhin auch noch andere Videos aufgenommen und... Es ist sehr sinnvoll, dass ich das mache, obwohl ich gestern Halsschmerzen hatte. Also, meine Logik halt, ne? Ist halt einfach unschlagbar. Ich finde jetzt vor allen Dingen meine Base vielleicht auch gar nicht mehr wieder. Uff. Das war nicht genug. Gut, dass mit Spielen irgendwie ein bisschen broke ist. Naja. So, hier müsste man doch viel finden können.